Mal das Atomic Skitourenwochenende stattgefunden mit den Berghasen und dem Skitourenwinter zusammen. Und es war mega toll. Es waren 17 motivierte Mädels da. Eine Fotografin war dabei und natürlich eine Bergführerin. Und auch ein einzelner Bergführer. Hallo Markus, war cool, dass du dabei warst. Genau, und wir waren das ganze Wochenende gemeinsam auf der Trattenbachalm im gleichnamigen Trattenbachtal und haben den Powder dort genossen. Und man muss sagen, das ist in Pinzgau, in die Kitzbüheler Alpen. Da waren wir bis jetzt noch nie unterwegs und ja, das Skigelände dort war echt einmalig. Es wäre nicht so gutes Wetter, aber kaum sind die Mädels aus der Hütte gegangen, war einfach strahlender Sonnenschein und alles hat gefunkelt und die Berge waren mit makellosem Pulverschnee überzogen und dann sind wir losgestartet aufs Gründelhorn. Alle sind schon voll motiviert und unser nächstes Ziel ist jetzt das Gründelhorn. Genau. Wir haben jetzt unsere Gruppen aufgeteilt auf zwei Gruppen. Jetzt hat jeder so 7 Leute in seiner Gruppe. Es passt voll gut und das Skigelände da schaut so schön aus. Also wir haben heute sicher eine bärige Abfahrt. So, wir sind jetzt am Gründelhorn angekommen und die Aussicht hier oben, die ist echt mega. Schaut mal. Da ist voll die Nebelsuppe im Tal und wir sind hier einfach voll drüber. Die Mädels sind alle voll motiviert. Die Susi sowieso, die ist gerade live. Sind wir dann mit viel neuer Energie am Vormittag noch auf den Sonnenwendkogel gestartet? Oder Kopf? Oder Kopf. Da waren sie sich nicht so ganz einig. Ja, und obwohl die Lawinenwarnstufe nur ein Einser vorhergesagt hat, hat es brutal geblasen und uns auch oben schon ordentlich die Hänge eingeblasen. Da haben wir dann schon ein bisschen aufpassen müssen. Aber es gab wieder ziemlich coolen Powder. Genau.
Stieg hat der Markus und die Maria noch die richtige Spuranlage mit den Mädels und mit uns durchgenommen. Also wie liest man das Gelände, wo setzt man die richtigen Spitzkehren, welche Hügel umgeht man, welche Senken nützt man aus. Ich denke, da haben auch einige sehr viel gelernt und haben sie dazu überreden lassen, dass sie auch mal anspuren. Und habe richtig cool gefunden, dass die Mädels da gleich so motiviert waren und das ausprobiert haben. Das ist natürlich auch nicht so einfach am Anfang, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber ich denke, genau dafür war so unser Camp auch da, dass man sie ausprobieren kann. In einem geschlossenen Kreis mit nur Mädels, wo keiner irgendwie über einen anderen urteilt, sondern es einfach eine lockere Atmosphäre geschaffen hat und sie keiner irgendwie blamieren muss. Und ich denke, da haben sie die meisten echt voll wohlgefühlt und das haben sie uns dann auch noch mitgeteilt. Also das Wochenende war super cool, wir haben viel gelernt, super schöne Touren gehabt, geilen Prüfer gehabt und viel über Lawinenkunde gelernt, war mega interessant. Ja, würde ich wieder machen. Ja, also wir haben ein ziemlich lässiges Mädelswochenende gehabt. Wir haben die Zeit genutzt, damit wir auch Schwestern-Time haben. Wir haben uns da jetzt in der Mitte getroffen. Genau. Wir haben coole Touren gehabt, sehr coole Abfahrten. Einen geilen Schnee. Coole Führer. Super Stimmung, gutes Essen. Es war einfach echt ein geniales Wochenende. Darf man wieder machen. Schlussfolgerung, send it. Wir haben jetzt das erste Skis Atomic Skitourencamp gehabt auf der Drattenbachalm mit lauter Mädels. Es war eine super Stimmung und ein toller Schnee. Das Wetter hat auch gut mitgespielt. Wir haben das alles perfekt ausgenutzt und das Wochenende auf der Alm genossen. Und ich freue mich schon aufs nächste Camp. War alles in allem echt richtig klasse Wochenende. Und deswegen haben wir dann auch zusammen mit dem HP beschlossen, dass es nächstes Jahr wieder zwei Camps geben wird und dann vermutlich auch eins, wo auch die Herren dran teilnehmen können, damit die nicht ganz ausgeschlossen sind. Und dass wir mit ihm zu spuren haben. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wieder voll viel nächstes Jahr bei unseren Camps mit dabei sind. Und auch unser Sponsor Atomic freut sich natürlich auch drüber. Und der Skitour Winter freut sich auch über viele Anmeldungen für unsere Camps.